Hallo Yoga-Freunde, jetzt zeige ich, will ich euch einfach mal eine Seitbeuge zeigen. Die Seitbeuge für mich, einfach für mich, ist so, sie wird oft, sehen wir, dass alles rund ist von hier, dass der ganze Teil gebeugt wird. Jetzt ist es halt so, was ich trainiere, für mich ist das, was nicht so gut geht. Das heißt, Brustwirbelsäule, die Seite ohne großartige Hebel und meine Hüften. Die Lendenwirbelsäule bleibt eigentlich gerade. Besonders für Leute mit einer Skoliose ist das wichtig, dass ihr euch nur mit der Hüfte beschäftigt und mit der Brust, wenn ihr überhaupt eine Seitbeuge macht. Okay, so, die Vorbereitung ist, ich gehe, wenn das eng ist und das neutral ist, gehe ich nicht nur ein bisschen auseinander, sondern ich gehe etwas mehr auseinander. Ich bringe die Hände ineinander und strecke die Arme nach oben, sodass sie, ne, so gerade sind. Das ist der erste Schritt. Jetzt bringe ich meine Hüften nach links und versuche nach rechts zu gehen. Und jetzt bewege ich nur die Hüfte mit so einem kleinen, ne, ich versuche von der Hüfte aus, vom Becken aus in diese Dehnung zu gehen. Beide Füße bleiben in einem nicht 90 Grad Winkel so, dass es absolut gerade sein muss. Die können so ruhig schon ein bisschen nach außen und es geht um diese Bewegung, die. So. Um da, ich zeige euch das gleich nochmal von der Seite, beziehungsweise von hinten. Das hier. So, jetzt bin ich hier in einer ziemlichen Länge und ich gehe nicht wieder zurück, um hochzukommen, sondern wenn ich das trainiere, dann bin ich hier in einer sehr großen Spannung, sondern ich lasse los. Ich strecke mich da rein, strecke mich, atme tief ein und lass locker. Ja, also ihr geht hoch, Hüfte da rein und locker. Dann macht ihr die andere Seite. Meinetwegen mit einer Atmung ein, Hüfte aus, ein, strecken, aus, locker lassen. Ein, aus, einstrecken, aus, locker lassen. Ein, aus, ein, strecken, aus, locker lassen. So, was ich jetzt trainiert habe, ihr werdet das merken, wenn ihr es mitgemacht haben solltet, sind wirklich die Hüften hier, das Becken, den Femur, der vielleicht auch den inneren Oberschenkel. So. Jetzt gehen wir über in die Brustwirbelsäule. Ich komm da raus. Jetzt geht mein linker Fuß, in dem Fall mein linker, an den rechten und ich gehe wieder nach oben. Und jetzt gehe ich in der Brustwirbelsäule. Jetzt werdet ihr das wahrscheinlich hier merken, aber nicht hier und eigentlich gar nicht im unteren Rücken. Und du schaust neben dir auf den Boden. Und versuchst die Fersen zu heben. Und dann kommst du hoch. Streckst dich. Runter. Dann gehe ich mit dem rechten Fuß. Ich komme also vom rechten quasi rechts hoch. Nach rechts, schau neben dir auf den Boden, heb die Fersen. Hoch und runter. Jetzt haben wir unsere Brustwirbelsäule trainiert. So, jetzt zeige ich euch das in Kombination. Du stehst eng,
Ne? Das, weil du hast vorher vielleicht das gemacht. Linke Fuß, Schritt ein. Aus. Hüfte kippen. Versuch den Rücken gerade zu halten. Gerade, gerade, gerade. Und locker. Der linke Fuß geht an den rechten ein. Und du gehst nach links. Schaust neben dir auf den Boden. Hebst die Fersen. Ein. Aus. Rechts. Ein. Nach rechts. Tief einatmen. Aus. Rechter Fuß. Ein. Beugt sich nach rechts. Schaust neben dir auf den Boden. Fersen. Ein. Hoch. Aus. Okay, es braucht ein bisschen Zeit, auch diese Stabilität, aber viel Spaß damit.